Herzlich willkommen, liebe Pfeifenfreunde. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir wirklich dreimal überlegt, ob ich das heutige Video machen soll, weil es natürlich bestimmt, ja, vielleicht Reaktionen hervorruft, die dann so lauten können, ja, du hältst uns hier Tabake vor die Nase, an die wir so nicht drankommen können. Aber ich sag mal, irgendwo, ich bin von demselben Umstand betroffen, weil die Tabak, um die es heute gehen soll, ich sag mal, ihr zu mir kommen, doch eher so einer glücklichen Fügung zu verdanken haben. Ich aber trotzdem, ja, für mich einen Weg gefunden habe, weiterhin an diesen Tabakgeschmack zu kommen. So, ich weiß, das Ganze ist jetzt sehr abstrakt, aber ich will jetzt mal so ein bisschen zum Detail kommen. Und zwar, ich bin seit geraumer Zeit ein Riesenfan dieser Toscanellis oder Toscanellos. Und muss ehrlich sagen, seit die Dinger hier Einzug gehalten haben, haben die hier allem anderen, was Zigarren angeht, den Rang abgelaufen. Ja, aber worauf will ich hinaus? Ich habe da nämlich, ich glaube im letzten Jahr war es mit Freuden vernommen, dass es zwischen der, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Manifatture Cigarro Toscano und Cornell & Deal aus den USA zu einer Kooperation gekommen ist, die dann gemündet ist in der sogenannten Maestro-Reihe, zu der dann drei Tabake gehören, von denen dann zwei hier sind. Und zwar zum einen der Concerto und zum anderen der Allegro. Ja, wunderbar italienisch, so klangvolle Namen. So, ja, diese Tabake verdanken ihren Charakter maßgeblich dem wohl in Italien gefertigten oder verarbeiteten Kentucky, der sehr, sehr, sehr spezielle Noten birgt. Und wie gesagt, die Leute, die die Dinger kennen, die wissen, wovon ich rede. Also es ist ein sehr eigener Kentucky-Geschmack und im Gegensatz zu sonstigen gerade Dark-Fired Kentuckys finde ich ihn ein wenig liberaler und dafür eigentlich mit mehr Geschmackskomponenten ausgestattet. Von daher habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass es das Zeug jetzt auch wirklich für die Pfeife gibt. Wir gucken uns die beiden Tabake mal eben zusammen an. Also, dieser Allegro kommt in der typischen Cornell & Deal Verpackung der kleinen 2 Unzen Runddose mit dem berühmten Blättchen Papier da drauf. Jetzt muss ich gucken, dass ich mir einen ganzen Tisch hier nicht versaue. Und wir sehen hier einen relativ hellen Tabak. Wieder so ein bisschen mehr Richtung Ribbon Cut. Feine, weiche Streifen. Und von den Farbschattierungen sieht man eher hellere Brauttöne und ein ganz bisschen Schwarzes dabei. Es handelt sich dabei also um maßgeblich Red Virginias, etwas Latakia und diesen berühmten Dark Fired Kentucky. So, ein ganz anderes Kaliber stellt schon der Concerto dar. Der ist nämlich alleine vom Erscheinungsbild schon wesentlich respekteinflößender. Seht euch das an. Dunkel, dunkel, dunkel bis maximal mittelbraun. Hier dominieren die dunklen Töne. Was die Ursache hat, dieser Tabak hat kein Fitzel, Virginia, Burley oder ähnliches. Er besteht aus Latakia, Perique und Dark Fired Kentucky. Ein wirklich respekteinflößender Vertreter seiner Art. Also, was beide Vertreter hier gemein haben, ist ein nicht unerklärliches Maß an Nikotin. Das muss vorweg gesagt sein. Also, wer da ein bisschen sensibel reagiert, der sollte sich das wirklich dreimal überlegen. Aber für all diejenigen, für die solche Tabake in Betracht kommen, der Allegro mit diesen Red Virginia, ja, wie will man das sagen?
Also, wenn man anfängt, die Pfeife zu entzünden, dann kommt der Kentucky erstmal richtig breitschultrig zutage, macht sich da mit ganz viel Schwere und Erde und Lagerfeuernoten bemerkbar. Aber das Ganze, würde ich sagen, ja, lässt nach einem guten Viertel der Pfeife doch deutlich nach und macht einer hervorragenden Virginia-Note Platz. Also, es ist ein sehr gut austarierter Virginia. Nicht allzu viel Süße, nicht allzu viel Spritzigkeit, aber eben durch die Beigabe des Latakia und des Kentucky bekommt er viel mehr Fundament. Und das macht diesen Tabak süß, ja doch, ja, süß, nur bedingt. Eher süffig. Süffig, würzig, vollmundig, kräftig. Also die typische Virginia-Süße ist hier, ja, nur finde ich, entgegen der Beschreibung, die hier drauf steht, nur zu Teilen zu verorten. Weil es ist eigentlich eher eine sehr, sehr runde Note, die der Virginia hier vor sich gibt. Also da muss ich ehrlich sagen, das ist eine ganz, ganz tolle Verpaarung, weil in der Konstellation Virginia zu schmecken, das kannte ich bislang auch noch nicht. Also von daher ganz, ganz feine Angelegenheit. Ja, Seebärentabak. Also das Zeug hat's in sich. Denn alleine schon die Komponenten mit Perique, Latakia und diesem Dark-Fired Kentucky verheißen eins, es gibt überhaupt keine Würze, nicht Süße. Ja, ihr merkt, ich kann das heute schon wieder. Es gibt überhaupt keine Süße hier drin. Stattdessen ist der Geschmack wirklich, wie ich es gerade schon gesagt habe, man kann es wirklich nur als dunkel bezeichnen. Es kommen schwere Noten des Kentucky, der hier, glaube ich, auch in einem höheren Prozentsatz verarbeitet wurde als in dem Vorgänger jetzt gerade. Dann der Latakia kommt zwar nicht scharf, aber sehr prägnant mit einer rauchigen Note, leicht ätherisch dabei, vom Perique schwere, fruchtsaure Noten. Also das hier ist bestimmt nichts für jedermann und ich weiß auch nicht, ob ich ihn mir selbst nochmal holen würde, weil das hat es wirklich schon in sich. Also es ist ein tolles Erlebnis, das mal mitgemacht zu haben, aber ich glaube, auf Dauer wäre mir das Ganze doch einfach zu wuchtig, weil hier Kraftmeier unterwegs sind, die wirklich, ich sag mal, mit allen ihren Stärken hier sich Duelle liefern. Ja, dass man da als rauchender Genießer ganz schön gefordert ist. Also Minimumvoraussetzung ist wirklich keine leichte Mahlzeit. Dieser Tabak braucht nach meinem Dafürhalten eine Grundlage. Der kann wirklich was. So, aber jetzt könnt ihr natürlich sagen, ne, jetzt hält uns der Gute der Tabak vor die Nase, an die wir nicht oder wenn dann nur unter ganz erschwerten Bedingungen und zu exorbitanten Preisen, denn das kosten diese Dinger hier, drankommen können. Ja, liebe Leute, aber mir geht es ja ein Stück weit genauso. Was also ist zu tun? Und ich habe mir gedacht, in diesem Fall ist es vielleicht gar nicht mal so wild, weil man hat ja die Möglichkeit, die charakterbildende Komponente dieses Tabaks sich in dieser Form zuzulegen. Und was ich gemacht habe, war dann folgendes. Ich habe also einen ganzen solchen Stick, das ist jetzt hier aus der Reihe. Da, 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 da. Ah, wie heißt er jetzt? Ihr merkt meine tolle Vorbereitung. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist der Reserva, der nicht aromatisiert ist. Und den habe ich ganz klein gebröselt und mit dem Port Latakia von HU gemischt. Denn der hatte mich zwar anfangs sehr, sehr begeistert, ist dann aber bestimmt aufgrund der schieren Menge, die sich inzwischen hier rumtrollt, so ein bisschen so ein Ladenhüter geworden. Und ich dachte, bevor der jetzt sich hier ewig die Beine im Bauch steht, nehme ich genau den, mische ihn mit diesem Zigarillo. Und das Ergebnis, das genieße ich gerade hier in einer wunderbaren Fabrizio Romeo. Ein Hersteller, der in deutschen Landen, weil er meistens nur filterlos fertigt, was heißt meistens, ich glaube zu 100%, kaum bekannt ist, aber hervorragend.
Also hier muss ich ehrlich sagen, verarbeitungstechnisch, Holzqualität, hier bleiben keine Wünsche offen. Ein wunderschönes Teil, einer meiner inzwischen ganz, ganz großen Lieblinge. Und da stelle ich fest, dass sich dieses Mischen mit diesen Dingern wunderbar machen lässt. Ich habe hier also deutliche Virginia-Süße. Ich habe hier die ätherische Rauchigkeit des Latakia. Und ich habe noch wirklich diese ledrig, erdigen, kräuterigen Noten dieses kleinen Zigarillustiks mit dabei. Also Leute, ich muss ehrlich sagen, selbst wenn ihr nicht drankommt, was ich euch wirklich allerbesten Gewissens empfehlen kann, ist das hier mal zum Mischen zu probieren. Also ich habe da so einen Spaß dran, ob nur pur genossen oder halt gemischt. Ganz, ganz tolle Sache. Also von daher, keine Krokodilstränen erforderlich irgendwo. Wir können das hier mal selber machen. Man muss es halt nur dann auch tun. Okay, liebe Leute, das kurz mal eben zwischendurch. Dass man nicht jedem Tabak hinterherheulen muss. Ich werde es nicht machen. Ich hoffe, ihr seid, bleibt, werdet gesund und wir sehen und hören uns.